willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm auf der Lösshügel Landkarte. Hey, lach nicht. T-Shirt Farm, hallöchen. Ich lach nicht, nein, hallo. Lösshügel Land, das passt viel besser, Lösshügel Land. Lösshügel Land. Ja, hört sich voll lässig an. Ein Mix aus verschiedenen Nationen. Ja, aber das ist ja auch die Karte, ja? Hast du schon vergessen? Multikulturell. Genau. Wir haben hier Amerika mit Fire Department oder was war da? Ja, Fire Department. Die Bushaltestellen sind alle aus Bristol. Der Fahrplan auch. Und die Schilder sind aber eigentlich deutsch. Und so ein bisschen Provence haben wir auch drin mit den Bäumen. Mit den, ich weiß gar nicht, wie heißen die Dinger hier? Mit den Bäumen hier. Sieht so ein bisschen französisch an. Aus. So schön geschnitten, ne? Ja, also designtechnisch ist die Karte richtig nice. Gefällt mir richtig gut. So, wir haben aber heute eine Mission. Pen fahren. Nee. Wir rüsten uns aus für die Tierhaltung. Oh, leck. Nein. Ja, das war der Milchhof. Ja, okay. Das habe ich mir fast schon gedacht. Was hast du getan? Oh, ja, stimmt. Der passt nicht auf unseren Hof. Warte mal. Der passt überhaupt nirgends hin. Okay. Wir haben ein kleines Problem. Ja. Oder? Gesundheit. Danke. Was ist das Problem? Nee, nicht das Problem. Ich hätte eine Fläche, wo man das vielleicht machen könnte. Wo? Über der 11. Zwischen der 11, 8 und 9. 11, 8 und 9. Ist es kein Waldstück? Muss schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig lauf. Minimap an. Lol, ich habe keine Minimap mehr. Liegt das auch an diesem No-Hut-Dings da? Ja. Okay. Dann hat's Pech gehabt. Ich will nicht umstellen. Da steht Wald. Nee, ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass wir hier dann Place Anywhere drauf brauchen. Aber wir können, heute erstmal das ganze Equipment kaufen. Wir müssen ja auch Gras schon machen, Silage. Dann brauchen wir noch ein Grasfeld. Das hast du nicht mit einberechnet. Doch, das habe ich mit drin. Und zwar das gegenüber von unserem Hof direkt. Das große oder das kleine? Also das etwas größere? Zwischen Land, direkt unterhalb vom Hof. Ah, okay. Also das. Also so gesehen überhalb der Brücke, das links. Überhalb der Brücke. Zwischen Händler und Hof. Wo meinst du? Meinst du da, in die Richtung. Genau, da ist ja der See nebendran. Meine ich ja. Genau, das für 121.000. Dann kaufe ich das, ne? Jupp. Und dann platziere ich. Was ich nicht einberechnet habe, ist ein Fahrsilo. Aber da würde ich sagen, nehmen wir das mittlere Doppelfahrsilo, oder? Ja, klar. Dann haben wir ein bisschen Spielraum. Und platzieren. Ich würde mit meinem Pen dann anfangen, ne? Wenn du mir das Equipment kaufst. Kannst du selber kaufen. Das Terrain kann hier nicht geändert werden. Lol, ich kann das nur mitten reinstellen. Willst du mich veralbern? Und irgendwie kann ich das auch alles nur hässlich drehen. Warte mal. Noble Company, Einstellung, überall platzieren, aktivieren. Habe ich aktiviert. Dann warte mal. Von Noble Company. Stimmt aber was. Ha, jetzt kann ich auch den Milchhof überall platzieren. Okay. Ja, weil ich es gerade umgestellt habe. Dann könnten wir auch gucken, ob der Milchhof direkt gegenüber vom... Aber der Milchhof
ist nicht frei rotierbar. Das ist ein bisschen schade. Mit welchem Schader hast du denn gerechnet? Ich Mit habe jetzt dem den grünen GA. zwei Kreisler. Und dann habe ich gerechnet übers Mähwerk. Beide. Okay, dann habe ich gut gemacht. Also Habe das ich gut geraten. ist gut, wenn du gut rätst. Das ist. Kannst ja dann einfach komplett direkt fahren. Ja, ich war ja. Hatte das Butterfly vorne, also Mähwerke vorne. Und dann Nee, Schwader. weißt du, was besser ist? Das habe ich letzt gemerkt. Butterfly von. Nee, das Einzelmähwerk von Butterfly hinten und am Butterfly den Schwader. Da kriegst, Warum? weil du dadurch mehr Zeug mitkriegst. Also der kann besser dann die Sachen schwaden. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich unsere eine Hofeinfahrt, wo zum Silo führt, zumache. Und da das Fahrsilo hinstelle. So, also. So. Ich glaube, das mache ich. Uff. Ich weiß nicht, soll ich nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Fahrsilo oder was? Ja, das lässt sich nicht frei rotieren, das ist doof. Aber hier ist eigentlich am besten. Hier ist die Einfahrt. Weiß hinten, wo Silo ist. Da kommt ja noch eine Einfahrt rein. Und dann da zwischen dem einen Baum neben Silo und der Einfahrt Richtung Haus. Ich weiß nicht, was du meinst. Musst halt meine Folge gucken, dann weißt du es. Hä? Warum lässt sich das hintere Mähwerk nicht anschalten? Ich weiß nicht, was du da machst. Ich habe das jetzt genauso gemacht, wie du es gesagt hast. Ja, genau. Frontmähwerk vorne. So sieht eigentlich gut aus. Jetzt geht's. Ups. Toll. Ich kann das auch hier so mitten rein platzieren, aber das sieht halt ein bisschen bescheiden aus. Scheiße. Was? Nichts, alles gut. Weil wir Hab haben nur den hier bescheideren Begriff gesagt. auf der Seite vom Silo haben wir nämlich den Auslass. Das heißt, da kommt das Zeug wieder raus. Ich platziere es jetzt einfach hier. Zack. Achso, ich dachte 500.000. So viel haben wir nicht mehr. Wir haben schon Ja. 4 Millionen verprasst. Haben wir eigentlich noch? Lol, wir haben noch 250.000 Kredit. Wir sind so schlau. Aber Wir sind sowas von. schlau. Ladewagen. Da hatte ich gesagt, den Fendt erstmal. Ja. So, jetzt haben wir 100.000 zu wenig für den Milchhof. Aber das werden wir dann mit der ersten Ernte regeln. Apropos, ist es jetzt da fertig? Ach, das machen wir kurz mal Nee, ein ist es bisschen. nicht. Noch nicht? Nee. Ja. Und ich mache hier schon meine Mehlspiränzchen. Jo, ich komme zum Abfahren. Also ich bin noch nicht mal rum, also. Ja, ich muss ja dann auch immer zum Hof wieder. Du musst mal gucken, ob die kleine Grasfläche nebenan auch noch dazugehört. Ich glaube schon. Müsste eigentlich. Man sieht ja gar nichts hier. Man sieht nicht mal, dass irgendwas voll ist. Ich hoffe mal, dass der jetzt einlädt hinten. Sieht da nicht so aus. Warte mal. Zeigt ihr hier auf den Displays irgendwas an? Nee, gell? Ja, stell doch um. Nö, ich finde es gerade so angenehm.
dass da nichts angezeigt wird. Ich gucke aber einfach mal, ich habe alles aufgesammelt. Bin ich nämlich überlegen, ob ich das im RP auch zukünftig machen soll. Wäre nämlich ein bisschen realistischer. Ach, bisschen. Ich hab's jetzt auch mal ausgeschaltet. Da ich mit Tempomat fahre, ist spätestens, wenn der Traktor Gas gibt, der Anhänger voll. Ja. Es wäre schön, wenn man das in den Displays im Traktor sehen würde. Mhm. Also ohne Mod. Ja. Ich glaube, im 17er gab es dafür irgendwann Mods, dass man da die Panels reinmachen konnte. So konzentriert beim Mähen oder was los? Ja. Bin immer konzentriert. Ja, du hast wieder richtig Bock auf das, auf LS, hast du gesagt. Auf so eine, ja. Auf so eine schicke Karte, auf so ein Projekt. Ach, sowas. Ich muss sagen, ich habe vorher, ich hatte einen Monat, zwei. Ja, keinen Bock auf LS19, bin nur RP, zu den RP-Aufnahmen gekommen. LS19. Aber sonst LS19 nicht, aber seit diesem Map habe ich ja richtig Bock. Ja. Ja, ich glaube, das letzte. Einfach, ja. Das ist einfach, wenn man so eine geile Map sogar bevor die anderen alles bekommt, ist noch geiler. Ja, das ist so ein bisschen der Reiz daran, das ist cool. Und dann damit nochmal vielen Dank an Olli. Genau, danke dran. Es ist nicht selbstverständlich, dass er uns das einfach so gibt. Oh, ich werd schnell, ich bin voll. Plötzlich legt der Tempomat los. Ja, ich glaube, das letzte, was wir da hatten, war dann die Hofbergmann, oder? Wo du dann so ein bisschen aktiv gespielt hast. Ja. Wobei ich da gemerkt habe, da hat es am Ende auch keinen Bock mehr. Da war es immer so demotiviert. Ja, irgendwie schon. Warum? Weil ich einfach zu viel LS gespielt habe. Ja, du hast ja die 1000 Stunden schon voll, gell? Ja. Die habe ich nicht. Wenn hätte ich in der Vergangenheit nicht so viel gespielt, hätte ich sicherlich immer noch Bock. Ja, sehr wahrscheinlich. So, ich gebe das erste Gras ab. Nice. Und ich fahre jetzt auch schon das zweite Mal rum. Ja. Bin schon wieder auf der Hälfte. Und du bist jetzt einmal rumgefahren und dann war voll, oder was? Nein, nicht ganz. Also ich bin nicht ganz rumgekommen. Okay. Drei Viertel vielleicht. Ja, passt schon. Naja, ich finde das Timing ist jetzt okay. Wir können jetzt genügend Gras-Silage anlegen. Um dann die Gerste zu ernten. Da kriegt man ja auch Ding raus, Stroh. Ja. Ist ganz geschickt. Die Bäume sind hier ein bisschen niedrig. Ich fahre die ganze Zeit durch die Äste. Man fahr einfach nicht durch die Äste. Ja, die hängen auf der Straße. Das interessiert mich nicht. Mimimi. Hier vorne, bei mir ist das. Ich weiß. Bin gleich da. Ah, lol. So. Ich finde das mit dem No-Hut, das finde ich ganz interessant. Ja. Also ich kenne das schon sehr lange. Ja, kennen, wissen tue ich das auch, aber ich habe noch nie so gespielt. Ich habe immer mit Hut gespielt. Ich hab's schon mal probiert. Und dann? Ich hab eigentlich nur gnadenlos verkackt. Warum?
Ja, weil ich kann man ja sonst die Anzeigen, alles wie schnell man fährt, etc. So, ja. Und wie hoch der Tempomat ist, hat man ja alles gesehen. So sieht man das ja nicht. Ja, da im Traktor das nicht angezeigt wird. Also bei mir wird hier die Geschwindigkeit schon angezeigt. Ja. Also Umdrehung. Aber nicht der Tempomat. Doch, vielleicht das gelbe rechts, also rechts an der A-Säule bei mir. Das könnte der Tempomat sein. Müsste ich mal gucken, ob das nachher sich umschaltet. Ich sehe, die Umdrehungen sind 1880 Umdrehungen pro Minute. Glaube ich. Oh. Sollte vielleicht nach vorne gucken, dann wird das auch was. Wäre sinnvoll. Ja. Weiß gar nicht, zerfahren wir hier das Gras oder nicht? Nee, ist kein Feld. Ah, stimmt. Ja, aber auf der Hofbergmann konnte es ja auch Gras zerfahren. Ja. Anmal ist es nur auf Feldern, glaube ich. Bin ich der Meinung. Da ging es überall. Ja, auf der Hofbergmann, aber eigentlich. Ah, was wir ganz vergessen hatten. Bei der Karte hier kommen natürlich, oder was wir glaube ich vergessen haben, kommen natürlich auch noch Produktionen dazu. Ja. Sie sind soweit schon eingebaut, aber es fehlt halt noch die Funktion. Zum Beispiel. Die Gebäude sind eingebaut, ja. Genau. Was wir haben. Zum Beispiel das Sägewerk. Ja, was noch? Brauerei. Ja. Glaube ich, war es noch. Ja. Und noch irgendwas. Warte, warte, warte. Foto machen. Ich auch. Gut. Kaum war ich komplett schief. Ja, jetzt habe ich kein Foto. Ja. Komm nochmal. Muss abladen. Wenn du ohne HUD spielst, das ist komisch. Ich, wenn du in der Außenperspektive bist. Ja. In Perspektive geht's, finde ich. Ja, weil du da hast ja eigentlich die anderen Anzeigen noch da. Ja. Aber außen ist ein bisschen arg clean. Ein bisschen arg, ja. Wir sind nämlich schon bei 18 Minuten. Ja. Hat funktioniert. Ich glaube, ich mache das doch mal anders drauf. Bewegt sich das hier gar nicht? Achso, das geht auch nicht dann. Ah doch, man kann die Silage platt fahren, okay. Oder das Häckselgut. Ich dachte, das kann man nicht platt fahren, das wäre komisch gewesen. Klar kann man das platt fahren. Ja, ich habe nur keine Veränderung gesehen erstmal. Deshalb dachte ich, das geht nicht. Das Dingsfeld ist immer noch nicht fertig. Ja, wir haben ja Zeit. So. Gut, wie verfahren wir eigentlich hier im Let's Play mit Feldern? Ernten wir sie komplett ab und lassen die Zuschauer alles sehen? Oder sollen wir jetzt weiter den Grasschnitt machen und dann wieder einsteigen, wenn es um was anderes geht? Wollte ich sagen, sonst ist es ja ein bisschen unspannend. Wenn wir jetzt hier schon eine ganze Folge am Gras nehmen. Ja, also dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun müsst. Like, Abo und Kommentar nicht vergessen. Genau, nicht nur bei mir, sondern natürlich auch bei Tigerfarm 34. Ich glaube, dein Kanal heißt immer noch so, gell? Auf Twitch, ja. Ich mache mir dann
nochmal einen Account, aber der wird dann auch Tigerfarmbrüche heißen. Und auf YouTube? Oh. Meine ich ja. Okay. Gut, dann schaut rein. Gerne auch morgen wieder. Selbe Uhrzeit. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Taste.